Zweite Welle. Immer am Ball. Gut. Ja, dann begrüße ich euch zur Spieltagspressekonferenz. Heute hier im Hotel Romero in einem elitären Kreis. Es geht um den 24. Spieltag in der DKB-Handball-Bundesliga und der ist für uns am Sonnabend, den 1.3. um 19 Uhr in der SAP-Arena in Mannheim haben wir ein Auswärtsspiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Im Hinspiel gab es eine 26-38 Niederlage. Die Löwen sind zurzeit auf dem zweiten Platz und haben 37-9 Punkte, unter anderem deshalb auf dem zweiten Platz, weil wir die Flensburger vor anderthalb Wochen geschlagen haben. Ja, ich begrüße an meiner rechten Seite wie immer Christopher Nordmeier, den Trainer der Recken. Christopher, könnte es sein, dass die Löwen uns vielleicht sogar unterschätzen, weil sie hier so hoch gewonnen haben? Ja, genau das ist ja nie der Fall, wenn die Löwen gegen uns spielen. Also wir haben bisher ja schon einige Spiele gegen die Löwen gehabt und die haben jedes Mal gebrannt. Ich vermute mal, dass sie genau das nicht tun, uns unterschätzen. Davon kann man nicht ausgehen, aufgrund der vergangenen Spiele. Und ich denke, bei der Tabellensituation, auch dadurch, dass wir gegen Flensburg gewonnen haben, werden sie das natürlich am Sonntag auch nicht tun. Ja, wir haben zuletzt im ERF Cup bei Alemayon in Spanien 30-30 ein Remis geschafft. Wie würdest du das einordnen? Ist das der richtige Weg zum nächsten Sieg oder ein Rückschlag gewesen? Ja, ein Rückschlag kann sich sein. Im Pokal hatten wir bisher keine Punkte, da ist ein Punktgewinn auf jeden Fall immer gut. Klar, wir hätten das Spiel auch gewinnen können, aber es war eine sehr, sehr gute Leistung, vielleicht die beste Leistung unserer Mannschaft jetzt in der Rückrunde bzw. im neuen Jahr. Wir haben gegen eine sehr laute und aggressive Kulisse gespielt. Wir haben eine sehr starke spanische Mannschaft gespielt und wir haben eigentlich über das ganze Spiel immer Antworten gefunden. Insofern war das ein tolles Spiel von uns und zeigt auch, dass wir von der Entwicklung her auf dem richtigen Weg sind. Und ich freue mich auf das nächste Spiel und auf die nächsten Spiele, weil ich glaube, dass wir jetzt das Selbstvertrauen gewinnen, das wir brauchen, um auch in der Liga wieder besser zu spielen. Ja, welche Chancen rechnest du dir in Mannheim aus? Wir spielen natürlich gegen wirklich ein massives Aufgebot an Klassenspielern. Ja, man muss natürlich realistisch sein. Die Mannheimer sind Tabellenzweiter, haben, wenn man die vergangenen Spiele sieht, eigentlich immer dominiert. Die hatten einen Aussetzer und der ist Mitte Dezember gewesen, das war gegen den HSV. Da haben sie mal mit 13 Toren verloren, aber alle anderen Spiele haben sie mehr als souverän gewonnen. Als letztes in Flensburg mit 4 Toren. Also das wird unheimlich schwer da erfolgreich zu sein. Wir müssen halt versuchen, unsere Dinge weiter nach vorne zu bringen. Das heißt, wir müssen sehr, sehr gut Abwehr spielen und versuchen, vor allen Dingen vorne im Angriff gute Abschlüsse zu finden, damit wir den starken Gegenstoß der Löwen finden. Gibt es bei den Löwen besondere Spieler? Ich habe schon gesagt, sind eigentlich alles Klasse-Spieler. Aber gerade bestimmte Spieler, auf die du deine Mannschaft einstellen musst? Naja, weiterhin bekannt ist natürlich, dass die Löwen über eine sehr gute, sehr aggressive Deckung verfügen mit sehr vielen zweikampfstarken Spielern und dahinter natürlich mit Niklas Landin ein sehr starker Torwart steht. Das ist zum einen eine große Stärke der Mannschaft. Auf der anderen Seite. Im Angefangen sind mit Andi Schmid und der hat dann wahrscheinlich das beste Rückraum-Kreisläufer-Durchgang in der Liga. Und dazu kommen vielleicht auch die stärksten Außen mit Patrick Rötzky und Uwe Gensheimer. Ja, und auf der rechts, Peterson ist eine echte Maschine, der sehr zweikampfstark ist, genauso wie auf der anderen Seite der DD. Das heißt, das sind, wenn man jetzt guckt in der Summe, schon überragende Einzelspieler.
da muss man jede Situation für sich nehmen, versuchen immer wieder zu gucken, wer ist an diesem Tag gut drauf, wen muss man besonders gut verteidigen und ist aber nicht so einfach, denn die anderen Mannschaften versuchen das ja auch und wir können halt versuchen, mit unseren Mitteln dagegen zu halten und dann wird man sehen, was da rauskommt. Wie ist die Situation im Kader? Vasco Zubajevic hat sich in Spanien verletzt. Gibt es da neue Aussagen? Ja, Vasco hat sich eine Beckenprellung zugezogen, aber die ist jetzt nicht so weit schlimm, dass der Gefahr, dass die Gefahr besteht, dass er Samstag nicht spielen kann. Probleme hat Philipp Buschmann wieder leicht an seinem Ellenbogen. Da muss man gucken, wie sich das über die Woche hinwickelt. Und leider erreicht mich heute die ein oder andere negative Nachricht in Bezug auf Magen-Darm-Erkrankungen. Das heißt, da müssen wir erstmal sehen über die Woche, wie viele Spieler davon betroffen sind. Im Augenblick haben wir ja 4 Spieler, die krank sind. Und ich hoffe, dass die sich aber über die nächsten 2 Tage wieder erholen und wir eine schlagkräftige Truppe ins Rennen schicken können. Ja, dann bitte ich die Anwesenden Fragen zu stellen. Welche 4 Spieler sind das? Lars Lehnhoff, Csaba Zsuzs, Fiete Buschmann und Julius Hinz. Martin Zimmer vielleicht. Muss auch mal gucken, ob der sich noch wiederholt. Also jetzt schnell, wenn jemand nach so einem Training kommt. Das sind sogar schon 5. Ich hoffe, dass mein Handy jetzt, während wir hier die Pressekonferenz machen, nicht noch mehr Namen ausspuckt. Also die 4 Spieler, die wir die ersten haben, die haben vorher abgesagt oder was? Das Training oder so? Ja, mit denen habe ich besprochen, dass die sind heute beim Arzt und die müssen dann gucken, dass sie Pflege bekommen. Aber die können nicht trainieren. Am letzten Sonntag haben wir die Rhein-Neckar-Löwen gegen SC Hinn gespielt und es gab ja zwischendurch eine halbe Stunde, wo die Magdeburger ja förmlich in den Boden gestampft wurden. Und dafür war sicherlich kein Plan B im Rückzugsverhalten durch die fehlende Wechselei. Wie wichtig wird für euch am kommenden Wochenende die Situation sein, das Rückzugsverhalten auf die erste und zweite Welle einzustellen? Ja, das ist natürlich genau das Problem bei den Löwen. Wenn man keinen guten Abschluss findet, hat man sofort eine Unterzahl in der zweiten Welle. Und da spielen sie natürlich auch perfekt aus, weil alle Spieler sehr spielfähig sind. Das heißt, wir müssen halt weitgehend versuchen, auf Wechsel zu verzichten. Und eben mit einer Formation zu spielen, die vor- und zurücklaufen kann, damit wir genau diesen Übergang hinbekommen. Aber der noch wichtigere Teil wird sein, vorne gute Abschlüsse zu suchen, die dazu führen, dass eben die erste Welle oder die zweite Welle möglichst spät anlaufen kann. Weil nicht nur, dass man eben, also im schnellen Angriff kann man die auch vernünftig verteidigen. Das Problem wird ja sein, wenn man kein Tor wirft. Und durch die aggressive Abwehr sind die natürlich immer schon relativ weit vorne. Da geht es halt eben in den tiefen Raum vorzudringen und da eben gute Abschlüsse zu suchen. Ich bin mir aber sicher, dass wir die Qualität dafür haben. Das haben wir auch schon gezeigt, auch schon gegen die Löwen. Das muss man eben sehr konstant hinbringen. Das hat ja Magdeburg auch geschafft in den ersten 20 Minuten und dann gleich gar nicht mehr. Ja, noch weitere Fragen. Ich habe heute gelesen, dass Gustav Rüdergaard, beziehungsweise der Vertrag von Gustav Rüdergaard aufgelöst wird im Sommer. Kannst du mir sagen, warum? Also erstens ist der Vertrag nicht aufgelöst worden. Oder wird nicht oder eine Option gezogen? Ja, also man muss eine Option ziehen, um den Vertrag, wenn er länger läuft, eventuell früher zu beenden. Das heißt aber eben noch nicht, dass wir definitiv nicht mehr mit ihm planen. Das heißt einfach nur, diese Option ist gezogen worden, damit wir die Möglichkeit haben, am Ende der Saison eventuell nicht mehr mit ihm weiterzumachen.
habe ich noch nicht ganz verstanden, aber wollen wir gleich mal drüber reden. Gut, aber du kannst jetzt auch keine Garantie dafür abgeben, dass ihr mit ihm weitermacht. Auf keinen Fall, denn da sind wir die Option nicht gezogen. Die Option heißt, dass wir eben nicht sicher mit ihm im nächsten Jahr weitermachen, sondern dass wir die Möglichkeit nicht ausschließen, nach dieser Saison uns auf der Position neu zu orientieren. Aber dazu passt ja, dass er in letzter Zeit tatsächlich kaum gespielt hat. Mir war nicht ganz bewusst, weil ich ihn, glaube ich, schwierig Bogen geguckt habe, dass er keine Minute in Leon gespielt hat. Ich weiß aber, dass er in Schobe auch schon fast nicht gespielt hat. Da hast du mir das mit taktischen Gründen erklärt. Aber ich meine, er war ja immerhin als, galt als allgemein als Abwehrchef, nicht nur in unserem, aus unserem Mund. Wie kommt der Wandel? Naja gut, wir haben ja gerade darüber gesprochen, zum Beispiel die Rhein-Neckar-Löwen, aber auch viele andere Mannschaften spielen halt sehr viel mit Gegenstoß und versuchen darüber auch viele ihrer Tore zu erzielen. Das ist immer schwierig, wenn man regelmäßig Abwehrangriff wechselt, also wenn wir versuchen, Formationen zu finden, die wir das nicht mehr tun. Und daher kommt auch perspektivisch die Entscheidung, dass wir nicht sicher sein können, dass wir mit dem weitermachen, weil wir einfach gucken, dass wir Formationen finden. Noch Spieler finden, die vorne und hinten spielen können. Gibt es noch irgendwelche anderen Sachen, die dann, was seine Person betrifft, negativ auf fehlende Einsatz im Training, undiszipliniert halten, oder ist es wirklich nur diese rein sportliche Begründung? Oder ist er irgendwie auch immer kaputt? Also irgendeine Verletzung, eine chronische Verletzung, keine Ahnung, wo ohnehin perspektivisch klar ist, also richtig kommt er auch gar nicht mehr auf die Beine. Also man kann überhaupt nichts Negatives über Gustav sagen, der macht seinen Job gut und so gut wie möglich. Er hat auch in den ersten 10 Spielen der Saison sehr viel gespielt und war auch immer in der Stammformation der Abwehr. Und dann haben wir aber aufgrund natürlich von Problemen, die wir auch in der Verteidigung haben, neue Formationen gesucht, auch versucht, den Gegenstoß der anderen Mannschaften besser zu verteidigen. Und da hat sich eben diese Situation ergeben. Aber man kann ihm keinen Vorwurf machen, in irgendeiner Weise. Und der ist auch nicht verletzt, er ist fit und trainiert auch gut. Das ist halt eine sportliche Entscheidung, die wir treffen müssen. Jetzt haben ja viele Spieler noch Verträge über die Saison hinaus, eigentlich fast alle. Bei Philipp Buschmann war das ja auch der Fall. Gibt es denn noch andere Spieler, wo so eine Option gezogen werden muss, damit euch Optionen offen stehen? Diese Frage muss ich immer weitergeben an unseren Geschäftsführer, weil ich das ehrlich gesagt im Einzelnen nicht genau sagen kann. Ich weiß aber, dass wir keine Meldung rausgeben, dass wir eventuell planen, mit einem Spieler nicht mehr weiterzumachen. Und denn wir wissen ja nicht, ob wir zum Beispiel auch mit Gustav Rüdegaard mal weitermachen. Deshalb können wir ja nicht sagen, wir gehen vielleicht davon aus, dass wir nicht auf die weitermachen. Sondern das ist eben eine Sache, die immer jeweils davon abhängt. Es gibt ja auch den anderen Fall, dass man eine Option eben nicht zieht und wir dann weitermachen mit dem Spiel. Das wird ja auch nicht kommentiert. Das ist mir schon klar, dass ihr das nicht jedes Mal rausgibt, aber das führt bei mir dazu, dass ich natürlich jetzt jedes Mal nachfragen werde. Gut, aber das habe ich jetzt versucht zu machen. Ja. Ja, noch weitere Fragen von euch. Ja, wenn das nicht der Fall ist, dann möchte ich noch sagen, dass es am Sonnabend einen kostenlosen Livestream auf sport1.de gibt. Das heißt, das Spiel wird im Internet übertragen ab 18.55 Uhr. Ich denke, das ist sicherlich noch wichtig, dass das rein kann. Und ansonsten danke ich mich bei euch. Lan Herz bekommt natürlich noch seinen O-Ton und möchte die Spielerspressekonferenz für heute beenden. Dankeschön.